Weil wir haben, man redet dann immer, ja, man soll sich in ein sicheres Gebiet gegeben und hin und her. Ja, schön, aber wir haben keine Bunker mehr in Hallen, auf jeden Fall bei uns hier. Es gibt Bei uns keinen auch. Bunker. Ich kenne den einzigen Luftschutzbunker, den ich kenne, der ist unter der HTL. Aber da Ja. brauche ich auch eine halbe Stunde bis dahin, locker. Musst du mit dem Rad fahren. Na, mit dem Rad, da brauche ich wahrscheinlich dann 2 Stunden. Oh. Aber wenn du dann mit dem Auto fahren willst, dann werden ja dann alle hinfahren. Du Ja, müsstest eh. ja im Stau stehen. Also im Grunde, wir sind so oder so dann im Arsch. Und ja, aber ich habe das auch gehört, weißt du, noch nicht so. Ach, Sirene, scheiß drauf. Das typisch, mich interessieren diese Sirenen nicht, weil ich habe früher auch Echt immer, jetzt? mich haben Aber die. jetzt stell dir vor, dass im Sommer irgendwann mal, wo keine Übungstests sind, diese fucking Sirene abgeht und du bist der Einzige, der es nicht geschnallt hat. Ja. Naja, ich bin so Du musst dir das mal abgehärtet. bildlich vorstellen. Ja, ich kann es mir vorstellen, aber du musst dir so vorstellen, bei uns geht öfters mal die Sirene hier mal los. Und nach einer Zeit ist man einfach abgehärtet gegen diese Scheiße. Und dann sagt man, oh, der Bulldozer fährt, der Bulldozer fährt! Warte, ich muss dem hinterher! Wart auf mich! Ey, bleib stehen! Wart auf mich! Bulldozi! Fein. So, und ich traf jetzt neben dir her. Scheiße, der ist irgendwas zwischen Trab und Galopp. Ja, es ist so ein Ding Galopp, ein Arbeitsgalopp. Ey, jetzt ist er weg, was soll Bisschen denn das? schwimmen, ja. Der Scheißer ist weg, was soll denn das jetzt? I believe I can fly. Ups. Also bis heute, ich bin ja voll stolz heute auf mich, ne? Okay. Ich habe bis jetzt geschafft, noch keinen Schaden bei meinem Pferd zu nehmen. Aber man sollte es, glaube ich, auch noch nicht verschreien, ne? Das geht ziemlich schnell. Vor allem in diesem Spiel. Man muss es kurz erklären. Und zwar gestern haben wir gespielt und ich habe es irgendwie nach 2 oder 3 Minuten geschafft, dass mein Pferd komplett im Arsch war. Er ist gegen den Zaun gerannt. Ja, sorry, ich wusste nicht, dass das Spiel so realistisch ist. Wer denkt sich denn, dass das Spiel auf einmal im Zaun mitberechnet? Silberkleid-Championat beginnt in 4 Minuten. Ich muss dahin, ich bin da noch nie mitgeritten. Ne. Ich reite zwischen links und rechts momentan hin und her. So. Da hole ich aber mein schnelles Pferd. Da hole ich jetzt mein ganz schnelles Pferd. Was ist denn überhaupt mein schnelles Pferd? Wo ist mein Pferd denn? Moment mal. Naja, ich habe ja 13 Pferde und habe keinen Plan, welches davon das schnellste Okay. ist. Ich nehme jetzt einfach mal den Araber. Das Ja. hört sich logisch an, dass der schnell ist. So, die Suche geht weiter. Der Bulldozer sollte die Straße jetzt geräumt haben. Reite zurück und suche nach Loretta. Oh, ich hoffe, es geht ihr gut. Beeile dich, Rafaela. Schnell! Ich bin ja voll auf den Freitag gespannt. Ich habe ja blöderweise der Lehrerin die Texte gezeigt, die ich ja zum Synchronsprechen bei uns in der Klasse benutzen will, ne? Weil wir werden ja mal ein bisschen synchron sprechen. Problem war, die sind halt geschrieben wie so ein Theaterstück. Jetzt Ja, das hat ist gut. unsere Lehrerin die super Idee, wir sollten doch ein Theaterstück üben. Welche Lehrerin war das? Ja, unsere Persönlichkeitsbildungslehrerin. Oh, die Frau Braumann. Die heißt Frau Baumann? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie die heißt. Ich weiß bloß, die schaut genauso aus wie die Typin da unten. Genauso bitchig. Hä? Die Blonde, die Blonde. Ja, da gibt's doch unten eine und oben eine. Die Wieso erinnert Blonde, die die mich so ganz Franz. leicht an die Frau Jesch? Ich kann den Namen noch nicht auswendig. Nein, Ich muss mich unsere vorbereiten. Dressurlehrerin. Die Frau Schneider. Frau Jesch. Sie heißt Frau Schneider. Die Frau Henny, du meinst die Bodenarbeitlehrerin. Nicht die Bodenarbeitlehrerin, die Dressurlehrerin, die was wir am Mittwoch hatten. Ja, das ist die Frau Henny Jesch. Nee, das ist die Frau Schneider. Nee, weil ich kenne die. Oh, okay. Das ist nicht die Frau Schneider. Das ist die Frau Henny Jesch, die war bei uns schon im Stall und hat unterrichtet. Ah,
Okay. Die schaut aber so leicht nach der aus, kann das sein? Keine Ahnung. Diese Loretta schaut so leicht nach Henny Esch aus. Falls Frau Henny Esch zuschaut, das ist, was wir auf die Loretta sagen, das trifft nicht auf sie zu. Ups. Oh Gott, was passiert jetzt? Rennen? Wieso rennen? Warte mal! Ich sollte mir vielleicht den Text noch... Die Rennen sind aber nützlich, weil damit kannst du dein Pferd hochleveln und dann wird es schneller. Na, ich mache gerade gegen Loretta so ein Rennen und die ist irgendwie 3000 Mal schneller als ich. Ach so. Das heißt, du hast jetzt das obere Gebiet freigeschaltet? Jo. Gerade mit dem Boulder. Wieso ist die so schnell? Loretta, verarsch mich! Dunk. Oh, wann geht denn dieses scheiß Championat los, Mann? Rennen beendet, du hast das Rennen absolut gute Arbeit. Dann gehen wir mal zu dir hin. Ich werde mich dann bestimmt so ablachen, wenn ich das Video gucke. Du nimmst ja gleich nicht mit auf, oder? Du nimmst mit auf. Nee, aber ich kann auch mal Folgen aufnehmen. Ich weiß nur nicht, wie ich das dann mache mit dem Hochladen, weil ich nur 2 Stunden rauf kann. Was? Hochladen rauf kann? Was? Ja, also ich darf nur 2 Stunden täglich am PC. Oh, das ist wiederum blöd, ja. Mhm. Ich hab... Ich durfte mal länger, aber dann habe ich übertrieben. Und dann hat mir meine Mutter das auf 2 Stunden reduziert. Oh, ja, das ist... Späße. Naja, warte, bis du 16 bist, meistens sagen dann die Eltern, ja, jetzt bist du erwachsen genug. Auf jeden Fall. Das freut mich ja schon, bis ich 16 bin. Ja, auf jeden Fall war es bei mir so. Ich durfte dann, meine Mama hat sich dann nicht mehr interessiert, was ich mache. Gruppe, bitte wiederstellt, bitte warten. Please. Die Filme Bobcat-Strecke. Du wirst wirklich besser, Raffaela. Ich glaube, du bist bereit für eine wirkliche Herausforderung. Weil du uns mit Loretta geholfen hast, lasse ich dich jetzt die beste Bobcat-Strecke reiten. Die Wildstrecke. Es ist schwer und gefährlich. Also sei vorsichtig. Vergiss nicht, dass du keine Bobcat-Mädchen bist. Also fühl dich nicht schlecht. Oh Gott, diese Mädchen sind so überheblich. Gib Gas! Hoppe, ich brauche einen Zaumzeug, was schnell ist. Ein Zaumzeug, der schnell ist. Das hat ja, sich gerade so genial. Ein Zaumzeug, was meinem Pferd Geschwindigkeit gibt. Du musst immer auf die Ausrüstung gucken. Ach so. Aber da habe ich gerade eh nichts da. Ich drücke jetzt die ganze Zeit W, damit auch ja nicht mein Pferd abgeht. Ja, das ist praktisch, wenn du das machst. Das mache ich auch immer. Nein, ich bin gegen Stein gerannt. Besser gesagt, ich habe nur gestriffen. Aber ist ja auch schon schlimm. Ich werde bestimmt jetzt gleich extrem abkacken. Wieso? Weil Championate in Star Stable schwer sind, vor allem wenn du erstes sein willst. Vor allem wenn du schon Level 17 bist. Ne. Okay. Weil wenn du dann mit einem Pferd auftauchst, das eine Level 6 oder 7 ist, hast du schon verloren. Okay. Und wenn du dann noch mittendrin irgendwie dagegen rennst oder die falsche Route nimmst, hast du auch schon verloren. Ja. Okay, es geht los. Ich bin 8. Wo reite ich denn da lang? 9. Läuft bei mir. Ich bin ganz vorne bei mir und ich bin 12. Okay. Wahrscheinlich ist es das Typische, die werden unsichtbar. Nee, keine. Ja, geil. Bin gestorben. Reicht schon. Was? Ja, also ich bin wo runtergesprungen und dann wurde ich so zurückgesetzt. Da seht ihr diese rote Bildschirm. Okay, ja. An den kann ich mich ein bisschen erinnern. Achso, ich muss in die... Nein, ich biege in die falsche Richtung ab. Oh Gott. Oh. Geil, 17. Platz. Jetzt ist wieder 14. Ne? Boah, ich bin jetzt 2 Minuten diese Strecke geritten. Wollt ihr mich verarschen? Das kam mir irgendwie kürzer vor. Jo. Das ist ja mal eigentlich total abseits meiner normalen Spieleserie jetzt hier. Weil ja normalerweise sind meine normalen Spiele ja immer so World of Tanks, World of Warships, Grand Ages mit Evil. Das ist mal so ein eher chilliges Spiel.
ohne irgendwie kämpfen. Ja, es ist eher chill. Aber wenn du ein nicht chilliges Online-Spiel haben willst, empfehle ich dir Arcade. Dauert zwar ein paar Stunden, bis das installiert ist, mit einer geht zur Internetverbindung, aber... Alter, ich bin durch eine Kuh geritten und mein Pferd ist stehen geblieben. Ah ja, ich würde schon über nachdenken, wenn du durch eine Kuh durchreitest, aus was diese Kuh bestehen würde. Ja, das stimmt. Das war ziemlich gut. Wenn du willst, kannst du diese Strecke nochmal reiten. Sag mir Bescheid und ich lass dich nochmal reiten. Lass mich. Ja, wenn du nochmal reitest, dann kannst du gleich mal anfangen, dein Pferd zu reiten. Echt? Kann ich dann nochmal? Ja. Aber dann kannst du es dann nur noch einmal täglich machen. Also wenn du von der Quest her ein neues Rennen dazu bekommst, dann kannst du das Rennen nochmal reiten, aber dann geht's. Ah, ich bleib hängen. Dann geht's nicht mehr. Okay. Ja, genau. Klau mir meinen 13. Platz. Ist okay. Ja. Ich habe gerade bemerkt, da sind Pfeile, die sagen, wo ich hin muss. Ja. Ich bin echt so ein Schnellchecker. So. Aber ab Level 9 sind die Pfeile dann nicht mehr da. Was? Weil sie sagen, du kennst dich jetzt schon im Spiel so der einigermaßen aus, jetzt brauchst du die Pfeile nicht mehr und kannst ein bisschen mehr selbstständig arbeiten. Hey, ich habe einen Orientierungssinn wie ein Nusshörnchen. Wie soll denn das dann funktionieren? Wie ein Nusshörnchen? Ja, das ist von Fränkelfotzelt. Okay, ich komme jetzt wieder zu dir. Okay, ich bin gerade hier am Strecke reiten. Juhu, miau. Das ist gar nicht mehr schlecht. Fast eine Minute nur gebraucht. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine neue Höchstleistung geschafft. Aber immer noch nicht schneller als die schnellsten hier drin. Okay. Du. Du kannst dann auch in der Rekordliste nachgucken, auf was für einem Platz du bist. Ja. Also auf was für einem. Kehre zur Mondlandstrecke zurück, abgeschlossen. Moorland. So, ja, wow. Ich kann die voll Breaking machen. Wupp, 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 bada, 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 bums, 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 bums. Läuft bei dir! Breakdance. Man kann da bestimmt voll das coole Video machen. Man muss halt dann das ganze Overlay mal ausmachen. Okay, wo bist du? Wieder vor dem Moorland stellen. Ich bin nicht mal bei in deinem. Ja, warte mal. Schreib mir mal irgendwas. Ja, ich schreib mal. Blub. Hi. Das hast du jetzt. Okay. Der Spieler, geh mal aus der Gruppe raus. Achso, du hast mich eingeladen. Okay. Ja, ich hab dich gerade eben eingeladen. Ich war schneller. Wo bist du? Ach, da. Vor dem Moorland. Ah, oh, hi. Hi. Hä? Dein Pferd starrt mich gerade an. Du stehst in mir. Das können wir noch blöder machen. Warte mal. Lass mich mal kurz was probieren. Bleib mal stehen. Bleib mal genauso. Nee, dreh ich mal um. Ach, du machst das, was ich gestern gemacht habe. Genau. Genau. Du willst mein Pferd schwängern, ne? Das ist eine Stute? Ja. Okay, ja, dann werde ich. Wahrscheinlich. Die reitet sogar ohne Sattel. Das habe ich heute gemacht. Das kann ich auch machen. Okay, ich war nicht nah genug dran. Warte mal. Jetzt hat er. Dunks. Ja, gut. Schade, dass es kein Ausschlagen gibt. Oh, das wäre mies. Oh, das wäre mies. Und vor allem, wenn es dann funktionieren würde. Ich habe keine Aufträge mehr, was? Du musst auf das Buch gehen und dann auf verfügbar. Verfügbar. Das Rätsel des Stahls. Dann kannst du da draufklicken und dann wird dir unten angezeigt, wo das ist. Das ist die Moorland-Schmiede? Okay. Mit einem Kuss Siegel. Die Moorland-Stelle und willkommen im Club im Moorland. Okay. Du hast noch so viele Quests. Ja, ich bin auch Anfänger. Da ist eine Uhr auf. Was heißen die Uhren auf meiner Karte? Ich habe zwei Herzchen-Quests. Das heißt, du musst deinen Ruf verbessern. Begnadigung eines Missetäters und legendärer Fisch der Donnerlachs. Aber da muss ich erst meinen Ruf verbessern, bis ich die machen kann. Okay. Was sind die Uhren auf der Karte? Das heißt, dass du bis morgen warten musst. Ah, okay. Da kannst du aber dann eben mit Starcoins übernachten, dann musst du nicht bis morgen warten. Ah, stimmt, da gab's aber halt dann musst du halt eben Starcoins haben.
So, ich schau mal gerade auf. Also bis da ist. Ach, guck mal, wie frei ich mich schon bewegen. Nee, glaube ich, kann ich nicht mal.